Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Monster Hunter World Iceborne und dieses Mal das Wundmal Jan'Garuga. Auch in gehärtet, wieder auf Meisterrang natürlich. Und ich habe extra meine Fischwaffen, ich weiß jetzt nicht mehr wie sie heißen, aber ihr wisst, was das ist, was ich meine, mitgenommen, weil das Vieh natürlich auf, das ist ja schon, auf Wasser empfindlich ist. Und die sind natürlich optimal, schön Wasserschaden, akkurate Schärfe. Also mit die besten Doppelklingen, die wir nehmen können. So, ich werde jetzt hier nochmal kurz die Sachen einsammeln. Vielleicht kriegen wir nochmal ein paar Untersuchungen. Naja, Untersuchungen hinzugefügt. Vielleicht auch mal was, was ich noch brauche. Weil ich habe ja immer noch nicht alle Goldkronen. Und das nervt ein bisschen. So, wir sind im Wald. Hier müsste theoretisch der Fallenleger kommen. Fallensteller, wie heißt er? Unser Fallenkumpel. Na komm. Ragnar. Ragnar ist von irgendwem. Ich weiß noch nicht von wem. Schade. Ich hätte gerne einen Fallenkumpel gehabt. Anjanat wollen wir nicht. So, der Kollege steht da vorne. Gut. Dann kann es jetzt auch losgehen. Moin, Chef! Das fängt ja super an hier. Das. So, wir beruhigen uns erstmal, Kollege. Was treffe ich ihn denn nicht? Komm her. Ich glaube, unser Testo, Gasto, was auch immer. Oh, ich bin gar nicht am Kopf. Ich bin ja gar nicht am Kopf. Oha. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Vor der festen Überzeugung, ich bin am Kopf. Oh, es fängt gut an. Und es ist wütend. Hüpfst du nicht weg, wenn ich dich verprügle? Ernsthaft. Mit dir. Fußspuren. Fußspuren. Keine Ahnung. Wo ist der jetzt hin? Nach da oben. Okay. Das ist ein Nahtschleim. Den wollen wir nicht. So. Schnell mal ein paar Nüsse holen. Ich würde trotzdem mal gerne wissen, was dieser Ragnar eigentlich kann. Wir haben bis jetzt noch nichts von ihm gesehen, was irgendwie nützlich wäre. Weder Heilung noch Fallen. Oh, kein Korallenradau-Gong-Gedöns. Ach, Mann. Beruhig dich.
Ich hab's quasi kommen sehen. Ich würde dir gerne auf den Kopf springen. Okay, dann nicht. Das war... Was war das? Du rennst da lang! Oh, ich dachte, du rennst da links. Ach, Rudi. Da sollst du doch hinlaufen. Komm. Eines Hundmal. Eines Hundmal. Ja, krass, das ist so nervig. Kostet immer so viel Schärf, wenn die alle ankommen und du alle mitverprügelst. Das ist voll nervig. Oh. Geh mal aus dem Weg, du! Scheiß Kestodon! Grauenhaft, die Viecher! Man könnte meinen, ich brenne. Warum heißen dieses dumme Kestodon nicht mit? Dann stirbt, seid mir auch egal. Da hatten wir eigentlich irgendwie auch nicht mit. Irgendwie. Sind wir halt wieder alleine, Kätzchen. Oh, guck doch nicht genau dann zu mir. So, jetzt darfst du kommen. Nice. Alter, diese Jagdrase. Nein! Ich gifte! Au! Ich gifte und brenne! Ah! Hau ab! Okay, kann man da gehen. Ich bin wieder fit. Sag mir natürlich verrückt, ne? Smart. Ja, jetzt holst du wieder ab, oder was? Ach, Mann. Kackvieh. Wahrscheinlich wollte ich da hoch. Definitiv. So. Überall ist es gleich da vorne. Hey. Kollege, was geht? Wow. Ich dachte nicht, dass es so schnell gerade geht. Auch noch gut.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber es hat geklappt. Es könnte auch langsam mal seinen Schwanz verlieren. Geht doch. Ach, zuck doch nicht zurück. Dann treff ich dich doch nicht, du Scheißvieh. Beruhigen uns. Ist ja ohne Schwanz giftet sich schlechter, Kollege. Alter. Kannst du dich mal wieder beruhigen? Danke. Scheiß wie. Schieb mich dieses Jahr gerade auch noch weg, Junge. Ich werd bekloppt. Fängt an, Munition zu droppen. Dann ist es gleich tot. Da komm her, Kollege. So, okay. Ja, noch ein Teil, gleich können wir es fangen. Und es haut ab, natürlich. Ausdauer mehr, ernsthaft? Willst du jetzt schon schlafen? Nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Stunden später. Kommt es jetzt hierher? Auch Anja Naht kommt hierher. Oh, ich werde bekloppt. Ich dachte, Wundmal kommt hierher. Wer will denn so ein beschissenes Anja Naht? Na gut. Kurz noch ein bisschen lost sein. Auch nicht verkehrt. Cool. Eine Peitsche. Warte, wo ist denn dieses Vieh? Hihot! Bist du jetzt wieder dahin, wo ich gerade herkomme, oder was? Willst du mich verarschen? Es rennt hier hinten hoch. Was ist da? Ist es also? Aber gut, dass das Vieh sich hier auskennt.
nicht so, dass ich gerade einen Sprintsaft getrunken habe und jetzt ist meine Ausdauer runtergegangen. Ich fühle mich leicht verarscht. Alter, leck mich doch am Zügli. Irgendwo, ach hier. Ich hab quasi eine ganze Jagras-Gang. Nice. Und wieder runter. Hat sich hier lohnt, hier hochzukommen. Also das war ja, also, Mensch. Normalerweise läuft es durch den Baumstamm und macht ihn kaputt. Ja, Wolleck! So, Freunde. Und das war das gehärtete Wundmajangaruga. Geht immer weg, ihr scheiß Jagratze. So nervig, die Viecher. So nervig. So. Wir bekommen natürlich noch fantastischen Loot. Cool, cool, cool. Alles unwichtig. 16 Minuten. What the fuck? Das war ganz schön lange. Auch nur Mist. Naja. Kann man machen, nix. So, Freunde, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.